Ich möchte, dass der ein Filmkritiker... Neben Kaffee, Schallerbefflatte. Oh, warte mal, ich muss mich kurz beruhigen. Oh, der Typ macht mich kaputt. Ich glaube, dass wenn Synchronsprecher mal in die Lage kommen, sich mal vor die Kamera zu zeigen, ich glaube, das mögen die. Soweit ich weiß, gab es mal, das ist aber bestimmt schon 10 Jahre her, gab es mal so ein, ich glaube, es gab so wie eine Art Streik. Ich weiß, dass Synchronsprecher sich mal tierisch beschwert haben, dass sie unglaublich schlecht bezahlt wurden. Und das hat sich hoffentlich, glaube ich, seitdem geändert. Nein. 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 Ah, das ist ein Funkformat. Hallo. Bleibt der Hund? Gibst du Pfote? Ihr seid das erste Mal heute hier. Seid ihr nervös, aufgeregt? Ich ein bisschen. Du kennst aber dieses Format. Ich kenne dieses wunderbare Format. Seid ihr gut in so einem Stimmraten? Definitiv. Also Moment, ganz kurz mal. Dieser Kanal heißt Datteltäter, aber die Gäste sind jetzt nicht unbedingt die Datteltäter, oder? Wir haben die eingeladen. Wer trägt das Team? Gibt es ein Genre, was du gern magst? Ja, da geht nichts dran vorbei, Thriller. Sodass ich am Ende so ein bisschen unwohles Gefühl habe. Mein Lieblingsgenre bei Filmen, das ist ganz klar so die alten Klassiker. Synchronsprecher werden erraten. Hi Mom, what do you think? Wie kann man denn Synchronsprecher erraten? Ich kenne ihn nämlich mal namentlich. Kaya, sag mal, was ist der schlimmste Tag für einen U-Boot-Fahrer? Tag der offenen Tür. Ich check immer noch nicht genau, wie das Format funktioniert. Wir werden es jetzt gleich uns anschauen. Al Pacino, Robert De Niro, DiCaprio und Samuel L. Jackson. Was hat er gesagt? Samuel L. Jackson. Wer ist denn Samuel? Die Schwester von Samuel L. Jackson. Denzel Washington, so 100%. Al Pacino, Robert De Niro, DiCaprio und Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Die Mutter. Comedy, Horror, Action, Thriller. Wenn es irgendwie lustig ist, aber mit was Ernstem verbunden ist. Are you always this? Also mich. Samuel L. Jackson. Host? I'm not unfriendly. Ja, wenn wir Richtung Marvel gehen, dann bin ich leider raus. Das ist nicht so mein Style, wenn so Leute fliegen. Was? Das ist die beste Marvel-Kritik, von der ich jemals gehört habe. Das ist nicht so mein Style, wenn Leute fliegen. Besser kann man Marvel nicht kritisieren. Sorry, Leute, aber es ist so lustig. Ich kann nicht. Bitte. Ich weiß nicht, wer das ist, aber bitte, werd Filmkritik, ja? Ich will mir das reinziehen, wenn du, wer immer du bist, aber ich möchte, dass du... Ja, wenn wir richtig... Wenn du hier, ich würde das anschauen. Ich weiß nicht, wer das ist, vielleicht kennt man den. Bitte, wenn ich jemanden nicht kenne, heißt es nicht, dass er nicht kennenswert ist. Das ist einfach nur, weil ich ein ignoranter alter Sack bin. Ich möchte, dass der ein Filmkritik... Richtung Marvel gehen, da bin ich leider raus. Das ist nicht so mein Style, wenn so Leute fliegen. Als ob alle Marvel-Filme nur mit Fliegen zu tun. Einfach mal eine komplette Franchise zerstört. Die Figuren, die wir heute hergeholt haben, Action-Figuren. Hörse! Wie werdet ihr heute abschneiden? Mindestens einen. Alles richtig. Boah, ich kenne keinen von denen. Das sind bestimmt, die kennt man, oder? Sonst wären die nicht eingeladen. 100%. Pass auf, am Ende ärgert John Wick, Dicker. Ah, das sind die Synchronsprecher. Ich bin euphorisch geladen. Jetzt bin ich mal gespannt. SynchronschauspielerInnen Actionfilme. Muss man Actionfilme nicht auch gendern? Actionfilmen? Okay, ich hoffe jetzt. Julia, es wird alles wieder gut. Es wird alles wieder gut. Hörst du? Ah, das sind aber jetzt nicht die Original-Synchronsprecher. Das sind jetzt Synchronsprecher, die versuchen, an die Originalzitate ranzukommen. Richtig? Doch, sind sie. Wirklich? Das sind die Original. Fuck. Okay, wir raten mit. Hören Sie mir zu, das, was Sie bestellt haben, habe ich besorgt. Wollten Sie was anderes? Wenn das ein Missverständnis war, dann bringe ich das in Ordnung. Ich besorge Ihnen, was Sie wollen. Hören Sie? Reden Sie mit mir. Wir können doch reden. Wie zivilisierte Leute. Gott! I don't have a fucking clue, Mann. Also da ist es offensichtlich, ist unter Stress. Er will irgendwas besorgen, er wird erpresst. Und das, was Sie haben wollen, boah, was könnte das für ein Film sein? Irgendwas mit Liam Neeson vielleicht? 48 Hours Taken? Das ist aber nicht die Stimme von Liam Neeson. Tom Cruise? Das ist die Stimme von Tom Homer. Wollt ihr mich verarschen? Tom Simpson, Homer Cruise oder was? Das letzte Wort nochmal hören? Gott! Okay. Du hast auf jeden Fall Aggressionsprobleme. Er ist hektisch auf jeden Fall. Er ist ein sehr hektischer Mensch. Ja, ja. Er möchte jemandem helfen, aber er ist auch unter Druck. Ich habe Informationen über deine Verhaftung an alle Polizeibehörden der Welt geschickt.
Okay, ich mach mal die Äuglein zu, vielleicht. Schickt. Ich kenne schon Ambrose. Und nach diesem Flugzeugabsturz garantiere ich dir, dass Ambrose sie alle überwachen lässt. Er weiß, wo du bist. Und er hat die Mittel, dich da rauszuholen. Ich hab keine Ahnung, Mann. Flugzeugabsturz. Du Deutsch gut, dieser? Flugzeugabsturz, vielleicht the flight? Here we go. Aber es ist nicht Denzel. Das erste. Ich liebe dich. Das ist doch Samuel Jackson Typ, oder? Denzel? Das ist doch Denzel. Vielleicht the flight? Here we go. Aber es ist nicht Denzel. Samuel Jackson und Denzel. Ah, fuck, ich weiß auch nicht, ich bin albern. Das erste Gefühl hatte ich Harrison Ford. Wie heißt denn der Film, wo er seine Frau umbringen wollte? Wie heißt denn der Film, wo er seine Frau umbringt? Denzel? Das Ganze geht noch weitere 18 Minuten und ich bin nach 2 Minuten schon durch. Didn't kill my wife. I don't care. Es gibt mehrere Teile davon. The Fugitive, oder? Auf der Flucht. In den 90ern im Prinzip angefangen. Mit hier Harrison Ford und dem Mormonen da. Ich habe seinen Namen vergessen. Denzel und Gretel. Chat, mach mich fertig. Wann kam Stirb langsam raus? Yippie-kai, Motherfucker. Nein, das... Ich liebe diese Typen. Was mit meinem Style? Wann kam Stirb langsam raus? Okay, mein Fehler. Hallo, hallo, hallo. Hallo? Hallo. Hat einer... Wer war das denn jetzt? Wird das nicht aufgelöst? Oder wird das später erst? Ah, danke. Alles klar. Die Eier vom Captain gesehen? Schwer zu finden. Etwa so groß. So ganz winzig kleine, klitzekleine Mädcheneier. Also wenn kleine Mädcheneier hätten. Sind die aus Matan? Nein, ich habe keine Ahnung. Hört sich ein bisschen an wie Angelina Jolie. Was? Auf keinen Fall. Alter, auf keinen Fall ist das Alengina. Alter, ich fange jetzt an mit dir. Ich passe mit den Typen an. Das ist nie im Leben. Angelina Jolie. Das ist die Stimme von Michelle Pfeiffer. Nein, Michelle Pfeiffer hat auch eine viel schönere Stimme. Das ist so eine komische Stimme. Nee. Never ever. Catwoman. Ah, wäre schön. Das ist nicht die Stimme von Michelle Pfeiffer. Sie hat ja Captain gesagt. Ja. Ja, ich denke an einen Piratenfilm, aber es ist nicht Keira Knightley. Ich habe die Szene im Kopf, man ist in so einem Schiff und da ist der Captain, der so gerade fliegt wie bei Star Trek. Und die rastet so aus, weil ihr Kaffee verschüttet wurde. Das ist die Szene. Das ist die Szene. Ich mache nie was völlig Verrücktes. Jetzt was sollte ich auch schon Verrücktes machen? Ich bin Police Officer, hä? Also soll ich... Police Officer? Ihnen den Schwanz abschießen? Ah, es ist, in dem Film, die sind mit wie hieß sie, ja? Ich weiß, wer es ist, ich hab's im Kopf. Samula. Das ist, Samuela. Mit. Die, boah, warte mal, ich weiß es. Ich auch. Sie ist ein bisschen kompulenter, die... Ja. Bisschen kompulenter. Die, boah, warte mal, ich weiß es. Ich auch. Sie ist ein bisschen kompulenter. Samuel Jackson mit Denzel und Gretel ist ein bisschen kompulenter. Die ja. Schauspielerin, sie sind zwei Frauenpolizisten. Sandra Bullock ist die andere und ich, sie ist Tammy. Sandra Bullock hat er richtig ausgesprochen, oder? Spoiler. Sie sind zwei Frauenpolizisten. Sandra Bullock ist die andere und ich. Sie. Sandra Bullock. Wieder einfach alles butchert, der Typ. Der Typ butchert einfach alle Namen. Und der butchert komplett die deutsche Sprache. Sandra Bullock. Nein, sie ist Sandra Bullock. Das ist was? Für großartigen Zeiten wir leben. Wartet ab. Okay. Oh, warte mal, ich muss mich kurz beruhigen. Oh, der Typ macht mich kaputt. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, ich bin nur ein bisschen eingeschüchtert. Kannst du noch mal Hallo sagen? Bitte. Kannst du meinen Namen einmal sagen? Vor Anbeginn der Zeit gab es den Würfel. Ja. Du bist der Typ Thanos, oder? Optimus Prime? Wir wissen nicht, wo er herkommt. Wir wissen nur, dass er die Macht hat, Welten zu erschaffen und sie mit Leben zu erfüllen. So wurde unsere Rasse geboren. Es könnte auch irgendjemand hier von Avatar sein, oder? Erzählt so ein bisschen was über das Volk der Navi oder sowas? Das ist Optimus Prime. Da bist du ganz sicher, ja? Hallo, seit Angebot der Zeit.
Was hast denn du gedacht? Die Stimme ist wirklich Hammer. Klingt aber auch nach Willem Dafoe. Das stimmt, das könnte auch Willem Dafoe sein. Ja. Did you forget who I am? Einen guten Tipp gegeben, nicht aus Fleisch und Blut. Nicht aus Fleisch und Blut. Nein, sondern aus... Gelee. Gelee. Also so Filme gucke ich gar nicht. Aha. Ich habe noch nie Marvel gesehen, noch nie Spider-Man gesehen. Das ist nicht mein Style. Die fliegen und so. Vor meiner Zeit hier habe ich... Nun ja, ich habe mir einen Namen gemacht. Ich habe sehr spezielle Fähigkeiten. Für wen ich sie einsetzte, war mir egal. Oder gegen wen. Ich bin als Feind mit ihnen in Berührung gekommen. Agent Barton sollte mich umbringen. Er hat sich dagegen entschieden. Agent Barton? Irgendwas mit Magie, ne? Ja, wenn es ein Agent ist, denke ich, also Superkräfte oder die sind halt Detektive. Das hört sich an wie so ein Verhörzimmer. Man ist so ein Verhörzimmer, sie ist genervt, raucht eine Zigarette. Exactly what did you have in mind, Mr. Corelli? Ich hatte einen Traum. So einen, der einem ganz real vorkommt. Aber wenn man dann aufwacht... Ich wäre tatsächlich mehr als die Mörderin, zu der sie mich gemacht haben. Und ich hatte gehofft, dass du das überlebst. Ich bin lost. Ich mich drauf ein. Ich guck kurz in den Chat, Black Widow. Ich habe auch an Scarlett Johansson gedacht. An Black Widow. Habe ich auch dran gedacht. Ich habe dran gedacht, aber ich hab's jetzt, es gilt nicht, weil ich nur dran gedacht habe. Grüner Typ, der so ausrastet. Grüner dann Typ. Ist das so ein Mann mit langen Haaren, sieht aus von den Kelly Family mit so einem Hammer. Der muss Filmkritiker werden, der Dude. Und der muss Deutschlehrer werden, da links. Ist das links? Red Velvet. Nee, wer ist? Der Typ ist einfach funny. Red Velvet. Du meinst Blue Velvet von, jetzt habe ich auch vergessen. Lynch, David Lynch. Das war Blue Velvet, oder? Black Hornet. Nein, wie heißt? Wie das alles durcheinander bringt. Red Velvet und Black Hornet. kommt der Typ öfter hier in dieses Format? Ich will alles von dem sehen. Ich hab hier den Blick von dem Dude hier in der Mitte so. Is this guy real? Black Hornet. Und ist hier Mann von Avengers. Ja. Avengers. The Butcher is back. It's really not that complicated. Oh. Spielt Scarlet Black Widow? Ja, ne? Black Spider. Jetzt hat er wirklich alles komplett. Black Widow. Ah. Ich hab geholfen. Wen könnte der machen? Vom Optischen will ich schon was denken, aber ich warte erst. Ja, warte ganz kurz, einen Moment. Na, sag das mal, optisch, was meinst du? Wo bist ehrlich? Du? Ehrlich? Ja. Iron Man. Mit der Brille. Ich dachte so Jean-Claude Van Damme. So. Okay, lass hören. Ja. Hallo Paul, habe ich Ihnen gefehlt? Sieht so aus, als hätten Sie ein Ohr weniger. Deshalb hören Sie jetzt mal ganz besonders gut zu. Sie sind jetzt auch schön aufmerksam. Wer hat mir diese Gorillas auf den Hals geschickt? Diese Stadt hat 2 Millionen Einwohner. Wer vermisst schon eine fette Sau wie Sie, Paul? Also ich bin hier übrigens im Nachteil, Leute, weil ich gucke Filme prinzipiell immer auf Englisch. Sagt Tony Stark. Hi, Mann. Er ist schon wieder bei Marvel. Das ist doch nicht alles nur Marvel-Filme, was hier vorgestellt ist. Schon alleine von der Redaktion her. Mann, ich kenne den Schauspieler. Diese Stimme kenne ich seit meiner Kindheit. Was? Ich kann Spagat, kein Problem. Geil. Hast du dich erkannt? Nee, ich kann nicht. Also dann sind wir wirklich bei Jean-Claude Van Damme. Wen kennt ihr so die ersten großen Action-Helden aus Hollywood? Arnold Schwarzenegger. Van Damme. Wer kennt ihn nicht? Van Damme. Mann, Alter, ich verzweifle hier. Es ist ein... Ach so, Van Damme. Jean-Claude Van Damme, ja. Van Damme, Jamie Foxx bei Gesetz der Rache und King of Queens Serie Deacon. Ey, woher weiß der das denn jetzt alles? Ist das so? Aber Tony Stark hast du vergessen. Wer ist das? Dann hab ich ja tatsächlich einen Glückstreffer gelandet. Krass, oder? Aus den falschen Gründen das Richtige erraten. Immer wenn ein Alpha getötet wird, wird automatisch eine Reaktion ausgelöst. Das Omega lässt den Tag von neuem beginnen. Aber in einem solchen Fall kann es sich erinnern, was geschehen wird. Genau wie Sie.
Warte, ich kenne den Film. Ich kenne den Film. Der ist mit Tom Cruise und sie heißt... Oh Gott. Auf jeden Fall ist sie hübsch. Und warte, there's no... The Edge of Tomorrow. Ich gucke nicht in den Chat. The Edge of Tomorrow. Fuck, ich habe alles benannt, außer ihren Namen. Ich kann das nicht nehmen. Warte, ich komme. Oh, warte, der fällt mir gleich ein. Ich brauche noch eine Sekunde. Ich trinke was und dann fällt mir das ein, Leute. Samuela Jackson. Okay, Emily Blunt. Scheiße. Ich hatte ihr Gesicht vor Augen. Ist voll übel. Das passiert mir immer öfter, je älter ich werde. Ne? Ich sehe die Gesichter und dann frage ich die Gesichter, wie heißt du? Und die sagen, aber ich, 100 pro habe ich recht. 100 pro. Weil ich habe den Film vor einem Monat oder so nochmal gesehen. Omega Alpha, das sagt man doch in keinem Actionfilm. Frank Lucas, American Gangster, der sagt ja nicht Alpha und Omega. The most important thing in business is honesty. Den Tag von neuem beginnen. Okay, das ist also der Tipp. Jeden Tag beginnt von neuem. Ja. 50 erste Dates mit Drew Barrymore. Diese Person ist eine Soldatin. Eine Soldatin. Ja, Edge of Tomorrow. Fall tatsächlich mit Außerirdischen. Außerirdische. Was heißt der denn auf Deutsch auch Edge of Tomorrow? Weil ich gucke sie wirklich nur auf Englisch. Was haben wir denn? Wir haben hier Alien vs. Predator. Dann haben wir Predator. Edge of Tomorrow. Ist Edge of Tomorrow. Ist Edge of Tomorrow. Es ist mit Tom Cruise. Ich habe den Film achtmal geguckt. Und es ist nicht Tom Cruise, es ist die Frau, ich wusste sogar ihren Namen, ja. Bruder im Geiste, weißt du? Wir beide teilen uns eine Gehirnzelle. Es geht genau um ihren Namen. Sie hat einen krassen Namen. So, dann gehen wir. Ja, sie hat einen sehr, sehr krassen Namen. Die Charaktere durch, wer spielt da? Tom Cruise. Aiwa. Und sie. Ja. Er setzt so an zu einer riesen Aufzählung. Warte, ich sag dir, wer im Film spielt. Tom Cruise und sie. Ich weiß auch nicht, warum ich so auf den reagiere. Ich finde den funny. Come find me when you wake up. Hallo, wunderschönen Tag. Aber die. Ich weiß nicht, ob das was bringt. So sieht der Typ aus im Bett, wenn er wirklich auf jetzt. Aber diese Frau versucht es mehr als es wettzumachen, indem sie maskuline Kleidung trägt, aggressiv. Alter, das ist Synchronsprecher von Til Schweiger. Nein, okay jetzt. Aber ist mega bekannt. Sie war agiert als ihre Kollegin und sie wirkt deshalb ein bisschen verbissen. Und paradoxerweise mindert das ihre Chancen, bei ihren männlichen Vorgesetzten akzeptiert und befördert zu werden, die ihre Unsicherheit als Arroganz fehldeuten. Ich hätte normal... Boah, ist die Stimme geil, aber ich habe echt einen riesen Nachteil, dass ich nie auf Deutsch schaue. ...weise auf Einzelkind getippt, nur... So wie sie kleine Sprüche über ihre Eltern übergehen, komme ich zwangsläufig auf Heimkind. Die Stimme kennt man, ne? Ja. Kennt ihr die Stimme? Ja, 100. Warte, ich guck nicht in den Chat, weil vielleicht bringt er noch eine Kostprobe. Oh, hallo. 100%. Oh mein Gott. Ich könnte einen Schuh essen. Helft mir. Ich versuche mal. Sie sitzen sich gegenüber. Ach, diese Stimme ist wirklich geil. Die ist echt gut, die Stimme. Sie sitzen sich gegenüber und spielt da so einen Anwalt. Wahrscheinlich ein Anwalt, der jemanden berät. Einen trockenen Martini. Warten Sie. Mit drei Teilen Gordons, einem Schuss Wodka, einem Schuss China Lillet. Schütteln Sie erst mit Eis und geben Sie einen Streifen Zitronenschale dazu. James Bond. Das ist James Bond. Wirklich? Das ist, er hat so eine markante Smoking-Suitcase-Stimme. Nein! Oh, das hätte ich wissen müssen. Ich liebe Daniel Craig. So ein guter Schauspieler. Boah, Mann, ich liebe alle seine Filme. Schon vor James Bond. Boah, macht er. Und auch danach. Wie kennt ihr? Knives Out, ne? Habt ihr das gesehen, was er nach Bond gemacht hat? Auch super Film. Daniel Craig, ja. Craig. Considerably. Einen trockenen Martini. Oh Gott, die sind schon so alle richtig frustriert mit uns. Was? Aha. Ich denke mal, das ist James Bond. Ja, ist das wirklich James Bond? Wie heißt der Schauspieler? Na klar. Oder? Wir müssen auf den Schauspieler kommen, oder? Wer hat was James Bond? Wir hatten Sean Connery. Richtig. Da sagen viele ja noch heute noch, das ist der best Bond aller Zeiten. Also ich muss sagen, von der Art her, heute ist natürlich sehr schwierig, sich die Filme mit Connery anzuschauen, weil sie sind extrem sexistisch. Das ist schon krass. Aber ich sag mal, wenn wir uns jetzt hier, das Still ist eigentlich perfekt, wenn man sich den Look anschaut, den Blick und so. Und ich bin aufgewachsen mit ihm hier. Und das, ihr kennt es ja selber, das, was du als Kind, was dich quasi prägt, das wirst du nicht los. Pierce Brosnan.
Ja. Dann hatten wir Daniel Craig. Das ist Daniel Craig. Gab es einen James Bond, den du besonders mochtest? Die neuen nicht so, mit dem Daniel Craig. Aber wahrscheinlich bist du. Die sind super geil. Also natürlich hat Daniel Craig Bond nicht mehr viel zu tun mit dem britischen Roger Moore Connery Zeugs, sondern es ist komplett auf Action. Aber ich finde, die Figur ist ganz gut mit der Zeit gegangen. Nicht Denzel. Aber du siehst besser aus als Daniel Craig, das kann ich dir schon sagen. Nein. Wir geben dir mal noch eine zweite Stimme. Andere Figur, andere Film. Ja. Okay. Andere Film, andere Film. Da vögelt gerade eine Männerratte die Würmer aus dem Schädel einer Weiberratte. Da haben wir es doch. Ihr besorgt sie ja missionarsmäßig. Ich will nur dieses Wort Mike nochmal. Mike. Mike. Es ist Bad Boys. Es ist Martin Lawrence. Martin. Was? Martha Lawrence? Mal Mike. Mike. Es ist Bad Boys. Es ist Martin Lawrence. Ich liebe diesen Typ. Der butschert einfach jeden Namen. Martha Lawrence. Die Schwester von Samuela Jackson. Ah, Leute, ich kann nicht mehr. Martin Lawrence, Bad Boys, oben auf dem Dachboden. Mein Name ist Patrick Winchewski und ich bin die Stimme von Tom Cruise. Das war der erste, oder? Ist das schon die Auflösung? Oh mein Gott, Jack Reacher, ja. Mission Impossible. Ja. Wenn man so in die Augen guckt, schon eine gewisse Ähnlichkeit. Augen. Aber das ist peinlich für mich, dass ich das nicht erkannt habe. Also egal, ob ich die jetzt auf Englisch schaue oder nicht, aber die Stimme hätte man echt erkennen müssen, irgendwie. Hast du Tom Cruise kennengelernt? Ich war bei einer Kinopremiere und ich bin pinkeln gegangen. Und da hast du, Tom synchronisiert. Ihr pinkelt. Excuse me, can you stop that? I'm your Synchronstimme. Ich stand so und dann ging die Tür auf und da kam Security und sagte, come on. Und Tom Cruise stand so ein paar Becken weiter von mir entfernt und pinkelt auch und sagt, hello. Hat er sich die Hände gewaschen? Ich bin auch die Stimme von Hugh Grant und von Gabriel Emacht in Suits. Das ist die Stimme von Hugh Grant. Und. In Suits bist du? Ja, ja, genau. Okay. Wenn jemand zu Ihnen kommt und Ihnen droht, dann kommen Sie zu mir. Es ist mir egal, ob die Queen von England ist. Sie kommt zu mir. Ich habe Suits noch nie gesehen. Sie sagen mir einfach alles. Das, verdammt nochmal, nennt man Loyalität. Ja, Mann, das... Pissen impossible. Das ist es. Ey, krass, ich bin mit dir eingeschlafen immer. Und das jetzt zu hören, so Gänsehaut, weißt du? Ich bin Anke Reizenstein und ich bin die Stimme von Melissa McCarthy. Oh, Melissa McCarthy? Nein, habe ich nicht erkannt. Aber welcher Film war das? Das war Tough Mädels mit Sandra Bullock. Da sind die beide Cops. Habe ich nie gesehen. Kathy liebe ich, weil die so sich echt nichts scheißt. Die hat gar keine Hemmungen. Hat Mut zur totalen Hässlichkeit. Die lässt sich irgendwie Sachen anziehen, wo du denkst, oh mein fucking Gott. Es ist eine geile Energie dabei. Und sie ist wirklich eine richtig gute Schauspielerin. Ich bin die Königin der absolut mächtigsten Nation der ganzen Welt. Und meine gesamte Familie ist fort. Habe ich denn nicht alles gegeben? Es ist nicht Wakanda, weil... Es ist doch Wakanda. Es ist Wakanda. Bei uns im Office haben wir ein Ritual, dass wir dreimal... Black Panther, den habe ich doch gesehen, oder? Kann das sein? In der Woche einen Film gucken, aber wirklich nur aus den 80ern. Also 80er, 90er, alle Klassiker, alles holen wir nach. Und da spielen wenige Frauen die Hauptrolle in dieser Zeit. Habt ihr denn schon Bodyguard gesehen? Bodyguard? Mit Whitney Houston? Ja. Ja, klar. Und Kevin Costner? Nein. Boah, das ist aber sehr lange her, Bodyguard. Sie hat die Stimme von Whitney Houston? Respekt, ein Applaus. Ich bin Rainer Schöne und beantworte eure Fragen. Okay, Transformers habe ich nie gesehen. Peter Cullen, ne, ist es. Der stand im Studio und hat gelesen. Hat den Text gelesen, wie ein Hörspiel. Und auf seinen Mund habe ich dann das Casting gemacht. Das war ganz verrückt. Also ich habe gedacht, die Stimme wird sehr mit Effekten überladen und so. Und dann habe ich mir den irgendwo auf Malta gedreht und habe mir da ein PTV da angeguckt und habe gesagt, das ist ja meine Stimme. Und neben Optimus Prime mache ich auch sehr gerne Willem Dafoe. Aber oh, das hat einer von euch schon gesagt. Ja, ihr habt das alles erraten. Wahrscheinlich, weil ihr das Video schon gesehen habt. War richtig geil und richtig easy ist der Sam Elliott, weil der hat doch diesen überhängenden Schnauzbart und da muss man nicht... Boah, krass. Den Schauspieler kennt man. Der gehört zu der... Sam Elliott gehört zu diesem Typ Schauspieler. Die Gesichter kennst du jedes Mal. Erkennst du die? Die sind in irgendeiner Nebenrolle und denkst, ah krass, der schon wieder. Aber an den Namen wäre ich nie gekommen. Because he's really got this fucking deep voice. Und wie ist es so, als diese Stimme, also mit dieser krassen Rolle? Ich stehe damit morgens auf und gehe abends damit ins Bett. Also hey, ich bin Luise Helm und ich spreche Black Widow.
Ockern, da kann ich euch noch was sagen. Ockern, der hat was drauf. Ja. Ockern, du hast was drauf. Ja! Richtig, Mann. Okay. Also Scarlett Johansson in all ihren Filmen, aber natürlich vor allem bekannt auch als Black Widow. Du hast auch eine Figur bei Transformers. Das stimmt, ja. Nein. Nein. Du bist nicht Megan Fox. Du bist nicht Megan Fox. Kennst du die Szene, Shia LaBeouf? Er macht so diese Dings. Auf Ockern ist Verlass, Shia LaBeouf. Diese Dings, Motorhaube auf und dann Megan Fox kommt so, brauchst du Hilfe? Und sie sagt, Mag, hilf mir. Nockenwelle. Ja, ja, oh, hör auf, oh mein Gott. Leute, kennt man den Typen? Ich will mehr von dem sehen, bitte. Nehm Kaffee, Shia LaBeouf Latte. Mein Vater ist Schauspieler auch. Drei kleine Kinder einfach mitgenommen ins Studio und so. Und dann hieß es so, hier, guck mal, steig mal da auf die Box, sag mal den Satz. Zu der Zeit wurde das noch auf Tonband aufgenommen. Die Leute haben noch geraucht im Studio überall geraucht eigentlich. Und man hat mit ganz grandiosen Kollegen gemeinsam, heute ist es... Das war wirklich so. Die haben früher im Restaurant geraucht und im Flugzeug. Heute ist das gar nicht vorstellbar, oder? Wenn man sich heute Filme anschaut, ich glaube noch in den 80ern, oder? Wann kam das Rauchverbot in öffentlichen Plätzen und Räumen? Das war erst in den 90ern, glaube ich. Es geht sehr viel schneller. Es wird alles getrennt aufgenommen und dann, das heißt, wir sind eigentlich sehr allein. Ja, Charles. Charles Rettinghaus, mein Name. Okay, den habe ich erraten, aber das war Zufall. Ach, Alter, ja. Warum hast du das verraten, ey? Jetzt stehe ich als Arsch da. Deine Stimme ist, die hört man von 100 Kilometer heraus. Aber wenn man dich jetzt sieht, wirklich Tony Stark-Vibe. Ich bin Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes. Anderen Filmen. In Sherlock Holmes. Mann, hat Robert Downey Jr. geile Filme gedreht, oder? Den habe ich lange gesprochen, aber dann wurde ich abgelöst. Hat man dann so einen Konkurrenzkampf mit dem Ablöser? Ist dann, bist du dann so sauer, wenn du ihn auf der Straße... Ich weiß nicht, ich liebe einfach, wie der spricht. Hat man dann so Konkurrenz und so? Ich kenne den ganzen Tag anschauen. Mein Name ist Django und das D wird stumm gesprochen. Ah, Jamie Foxx. Alright. Niemals. Natürlich. Jamie Foxx. Nein, Jamie bist du nicht. Fox, Dicker, mein Gott. Hast du bei Kill the Boss auch Jamie Foxx Überall. Da hat er auch doch immer so gesagt, Motherfucker. Genau, Motherfucker. 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 Ich bin ein Motherfucker. 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 Wie hieß die Rolle? Das ist der Daumen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also Rita ist der Vorname. Rita! Das ist echt eine hübsche, oder? Emily Blunt. Sorry, Bianca. Nur auf Emily geschaut. Es gibt noch eine, die auch... Das war keine Absicht, ich wollte nur auf Emily schauen. Auch ein Actionstar ist, die ich auch relativ viel spreche. Leute, das war... Komm jetzt, lass mich in Ruhe. Maschallah, die hübsch. Die viel spreche? Spieglein, Spieglein an der Wand. Angelina Jolie. Nee. Ich kann nicht. Weißt du, wisst ihr, was wir als nächstes machen? Wir schauen uns irgendwas von Orkan an. Es wird ein Pokerface. Es wird eine Nicht-Lachen-Challenge. Und ich muss echt 100 Mal für jeden, 100 Euro für jeden lachen. Charlie Theron. Genau. Charlie Theron. Ah, stark. Artikel 5, Händchen halten. Händchen halten ist nur erlaubt unter folgenden Umständen. A. Eine der drei Vertragsparteien läuft Gefahr, von einer Klippe oder ähnlichem abzustürzen. B. Eine der Parteien verdient einen herzlichen Handschlag nach dem Gewinn des Nobelpreises. C. Zum moralischen Beistand während einer Impfung. Ist das nicht so restriktiv? Also, keine Ahnung. Nerd. Eine Nerd-Serie. Ah, die Big Bang Theory, oder wie? Ja. Und wer ist es? Boah, das ist, noch mal, es gibt noch. Artikel 5, Händchen halten. Händchen halten ist nur... Okay. Emmy. Genau. Emmy, ja doch. Also wir haben eine Chance zumindest. Ja? Es war einmal in Amerika. Hast du den schon gesehen unter den Klassikern? Es war mal in Amerika? Ja. So dieser Gangsterfilm. Ja, hast du den gesehen? Ja. Da spreche ich die Balletttänzerin. Das war einer meiner Anfänge, Jennifer Connelly in jungen Jahren. Ach du das Scheiße. Kannst du auch. Boah, so sah man Jennifer Connelly aus. Die Jennifer Connelly? Krass. Kannst du aber nicht mehr erkennen. Das ist 30 Jahre oder 40 Jahre her, glaube ich. Boah. Boah. Ich bin Dietmar Wunder. Und was ihr erraten habt, war richtig mit dem Martini, klar. Da hat auch hier Martin Lawrence. Echt die beste Stimme der Typ. Aber es ist nur in den Filmen Bad Boys. Aber ich kenne die Stimme noch von woanders besser. Ich kenne ihn 100 Milliarden Prozent. Ich kenne dich woanders besser mit 100 Milliarden Prozent. Ich will schneiden, Haare.
Adam Sandler. Oh, Adam Sandler, natürlich. So was habe ich geguckt, ja. So interessant, wie das einem dann nicht auffällt im Film, dass du auch... Sohan war das, oder? Ich will schneiden Haare. Ich glaube, das war Sohan, der Film. Also, dass einfach James Bond gleichzeitig Adam Sandler ist. Aber 100% bei Adam Sandler musst du die Stimmlage verstellen, ne? Der Schauspieler, den wir sehen, den gucken wir ins Gesicht wie ein Spiegel. Adam Sandler, der hat dann mehr so das Lächeln in der Stimme. Das heißt, ja, also, das genau. Ist so. Ja, auf einmal. Er macht nur seinen Mund so, er ist ein anderer Mensch. Und dadurch rutscht deine Stimme immer in das Segment. Also richtig verstellen ist es jetzt nicht. Ich habe ja vorher die anderen Folgen geguckt und ich weiß noch, dass ich in meinem Zimmer saß und so dachte, das hätte man sich doch denken können. Aber in dem Moment, als ich dann da so stand und die auch gesehen habe. Ich fand es auch ein bisschen schwierig. Also ich dachte echt, der wäre 100%ig Tony Stark gewesen. Charles Rettinghaus. Mit dem Film bin ich ja aufgewachsen. Die liebe ich, die sucht ich, die gucke ich bis heute. Cooles Format. Vielen Dank. Danke. Ciao. Orkan, bester Mann.